Ja, Daniel Hegele, es fehlen mir zumindest so ein bisschen die Worte. Hast du schon eine Erklärung, wie das jetzt zugegangen ist, dass ihr das noch 4-5 verloren habt? Absolut bedient. Auch ohne Watte momentan. Ich glaube, ja, bis 10 Minuten vor Ende beim Stand von 4-2 hat auch kein Mensch mehr dran gedacht, dass hier noch irgendwas anbrennt. Ich glaube, wir hatten das Spiel größtenteils unter Kontrolle. Der Fehler zum 4-3, natürlich unnötig, aber sowas passiert im Fußball. Aber dass wir da noch das 4-4 und das 5-4 kassieren, das ist ja nicht nachzuvollziehen. Warum passiert sowas? Du hast schon angedeutet, ihr habt es eigentlich im Griff, führt 2-0, 3-1, 4-2, also ja auch deutlich. Und dann kann doch nicht sein, dass eine so eine Aktion von Hemmerich, der im Übrigen, wie ich fand, sonst eine super Leistung gebracht hat, das Spiel dann irgendwie nochmal so ein bisschen ins Wanken und dann ganz zum Umkippen bringt. Ja, ich kann es nicht erklären. Wir haben das Spiel dann nach dem 4-3 aus der Hand gegeben. Das Spiel hat so eine Eigendynamik bekommen dann. Wir konnten uns einfach nicht mehr dagegen wehren. Ohne Worte momentan, ja. Es gab knapp 20 Minuten auch diese Gewitter-Regen-Unterbrechung. Hat das irgendwie Auswirkungen gehabt aus eurer Sicht? Was ist in der Kabine da passiert? Nee, ich denke nicht, weil ich glaube auch nach der Regenunterbrechung waren wir gut im Spiel. Ich glaube, das war in der 55., 60. Minute. Wir haben bis zur 80. alles richtig gemacht haben, wie ich finde. Und dann halt, ja, wie schon angesprochen, ein, zwei Aktionen und dann verlieren wir das Spiel auch noch. Das ist, ja, müssen es abhaken. Am Dienstag geht es weiter und da müssen wir uns die Punkte dann daheim holen. Das ist wahrscheinlich auch das einzig Positive, was man dann heute mitnehmen kann. Neben dem Aspekt, dass es vorne natürlich super geklappt hat mit 4 Toren, hinten eben nicht, aber am Dienstag ist schon wieder das nächste Spiel. Klar, es bleibt nicht lange Zeit, darüber nachzudenken, das ist das Gute. Wir müssen es aus den Köpfen rauskriegen. Weil wir schon angesprochen haben, am Dienstag das nächste Spiel vor der Tür steht und ja, müssen wir weitermachen. Du warst schon kurz in der Kabine, wie ist da im Moment die Situation, die Stimmung, ist es da ruhig, werden da deutliche Worte gesagt, kannst du uns ganz kurz dann für einen Moment mit reinnehmen? Ich weiß nicht, derjenige, der hier jetzt nach dem 5-4 nicht bedient ist und da drin irgendwie was zu reden hat, der hat es nicht kapiert. Ansprache vom Trainer folgt noch, was dann passiert, mal schauen.